Die Bilder, die ich für die Projektion zusammengestellt habe, entstammen ganz unterschiedlichen Ländern, in denen ich als Fotograf arbeite. Äthiopien, Brasilien, Amerika, Korea, um nur einige zu nennen. Viele widerspiegeln die Spiritualität anderer Kulturen, aber nicht in einem dokumentarischen, konkreten Sinn, sondern manche bis hin zur Abstraktion eher als ikonografische Gleichnisse menschlichen Daseins und Zusammenlebens. Ich versuche aus den Bildern rauszulesen, was für eine Stimmung gerade im Raum ist. Und ich versuche dann die Stimmung umzusetzen, vor allem mit Klangfarbe. Ich versuche die Rhythmen zu finden, die passen. Versuche die Stimmung quasi zu untermalen, aufzugreifen oder noch etwas zu verstärken dadurch. Improvisation ist spontan und hat deswegen die besondere Kraft des Momentes. Es gibt diese Kraft eigentlich nur wirklich im Jetzt. Und ich glaube, das spürt jeder im Raum. Das spüren die Musiker. Das hat eine unglaublich spirituelle Kraft. Dabei ist es nicht so wichtig, dass es perfekt ist. Es ist wirklich eigentlich nur wichtig, dass es spontan ist und dass man im Moment spielt. Das Programm wird durch die Überschriften Nacht, Morgen, Mittag und Abend in vier gleiche Abschnitte von jeweils einer Viertelstunde geteilt. In dieses strenge Gefüge fließen sowohl die bewegten Bilder als auch die Musik ein. Fluss und Form werden damit zu einem Abbild der Welt und des Lebens. Besonders fasziniert bin ich davon, dass unser Programm echte spirituelle Tiefe bietet. Für mich hat das nichts mit einer bestimmten religiösen Richtung oder Botschaft zu tun. Die Bilder, Texte und Klänge werden einfach auf eine Art und Weise dargeboten, die, wie soll ich sagen, innere Räume öffnet. Die Projektion nimmt den ganzen Kirchenraum ein. Außenwelt und der Ort, an dem sich die Zuschauer befinden, durchdringen sich. Die Bilder ziehen in langsamen, fließenden Bewegungen vorbei, ähnlich wie eine Landschaft auf einer Reise am Zugfenster vorbeizieht, und nehmen den Zuschauer mit auf eine Reise, die ja eigentlich synonym für die Reise des Lebens ist. Wer sich darauf einlässt, erlebt geradezu meditative Zustände. Also Zustände, in denen wir mit einer Wirklichkeit in Kontakt kommen, die weit über unser gewohntes Funktionieren im Alltag hinausgeht. Nach und nach entspannt man sich und man kommt tatsächlich in eine meditative, ruhige
Grundstimmung aus Anschauen, Loslassen, Erinnern, Assoziieren. Und daher kommt auch der Untertitel der Arbeit, die musikalisch-visuelle Meditation. Das ist Fühlen, das ist nicht Denken. Faszinierend ist für mich der Dialog, der bei diesem Projekt geschaffen wird. Die Bilder stehen untereinander im Dialog und die Musik steht im Dialog zu den Bildern. Und die Musik schafft auch eine Verbindung zwischen klassischer und zeitgenössischer Musik, so zum Beispiel von Schumann und Reger über eigene Kompositionen bis hin auch zu spontanen Improvisationen. Und in diesen Improvisationen wird auch die Kommunikation der Instrumente untereinander sehr stark deutlich. Mit meinen Begleitinstrumenten, mit dem Klavier und mit der Orgel, stehe ich auch im ständigen und direkten Dialog zu den Solisten. Das heißt, ich bin quasi Bindeglied zwischen Saxophon, Gesang und all diesen Perkussionsinstrumenten. Ja, es ist einfach eine große Freude, wie man sich gegenseitig, sicherlich auch inspiriert durch die Bilder, beim Musizieren begeistert und bereichert.